machen, wie so eine grafische Qualität von einem Video ist, wie laut das Telefon auch ist. Ich muss sagen, es ist extrem laut, was die Lautstärke betrifft. Also es ist schon wirklich so laut, dass ich das zumachen will, weil es einfach ziemlich laut ist. Aber die Qualität habt ihr gesehen, sie ist recht gut. Die war aufgelistet da. Man kann seine Videofeeds einfügen. In Stores, da will ich euch jetzt einmal zeigen, was der Unterschied ist. Also im Stores finden wir eigentlich den Vodafone eigenen Store. Da hat Vodafone das gesorgt, dass Vodafone einen eigenen Store hat. Und einmal der Ovi Store, den wir kennen bereits, der für Nokia viele Programme bietet, kostenpflichtige, kostenlose. Schade nur, dass er nicht so umfangreich ist wie zum Beispiel der berühmte App Store von iTunes, von Apple, iPhone, oder wie zum Beispiel der Gigant Android, der mit zahlreichen nützlichen Programmen ankommt. Leider ist es immer so ein bisschen eng, gerade bei Nokia. Ansonsten wäre das eine gute Sache, wenn das wirklich umfangreich wäre. Wir haben einmal BlackBerry 8 getestet, selbst das fand ich persönlich umfangreicher. So, insofern haben wir Source gesehen. Wer ein sicheres Bild nochmal haben möchte, schaut euch einfach unsere Videos dazu an, was Source genau ist, also Ovi Store ist. Einstellungstechnische Sachen findet man hier. Ansonsten nochmal Spiele, die jetzt vorinstalliert sind. Das ist jetzt alles Demos, also von daher ist es keine Originalen. Wir klicken mal bei irgendwas an, wie zum Beispiel Demo Monopoly. Und sagen wir einfach Start. Leider ist die Schrift hier wirklich sehr, sehr fein, also ich zeige euch das mal. So sieht das alles hier aus. Sound aktivieren natürlich nicht. Von EA gemacht. Und Hasbro natürlich lizenziert. Sagen wir mal Bildschirm berühren. Also entweder kann ich mir das Spiel direkt kaufen und dann startet auch schon der Browser. Oder Teststart machen. 3 Minuten gratis Spiel ist drin. Gut, okay, wir nehmen unsere Zeit und sagen, okay, spielen wir. Hausregeln, hol dir das Spiel, will ich nicht. Also immer wieder wird man hier gezwungen zu kaufen. Sagen wir mal Spiel starten. Bildschirm berühren. Lädt ganz kurz und dann sieht man auch sein Monopoly, was jedermann kennt, was jedermann als Kind gespielt hat, spielt er heute noch jedermann. Und cool wäre eigentlich, wenn das schon ein bisschen größer wäre, weil das schon echt klein ist. Man kann kaum die Straßenkarten noch lesen. Von daher macht das recht wenig Sinn, dass wir das noch weiter zeigen. Wir probieren uns mal lieber ein anderes Spiel aus. Das haben wir jetzt einmal getestet. Was gab es noch? Sims gab es noch, Sims 3. Klicken wir das auch mal an. Kennt ja jedermann fast aus der Werbung. Bitte ein Hochformat, sagt er. Und dann geht's auch gleich los. Deutsch. Auch hier kein Sound. Wir testen es mal einigermaßen. Und das Spiel ist natürlich kein richtiges Spiel, sondern gucken, wie die Grafik ist. Das ist nämlich wichtig für uns. So, ich kann hier mal ganz normal wahrscheinlich sagen, Test starten, starten und neue Spiele eröffnen. Personen, sagen wir mal, weiter. Großartig wollen wir jetzt hier nicht ändern was. Und alles könne weiter. Schüchtern. Redegewandt. Suchen noch einige Features aus und sagen weiter. Namen geben müssen wir auch noch mal. Sagen weiter. So, endlich Spiel starten, dass wir endlich die Grafik testen können. So, okay. Und hier sehen wir auch schon diesen Sim. Wir können uns gleich loslegen, unser Haus zu bauen. Wer das Spiel kennt, dem macht das wahrscheinlich dieses Geduldsspiel wahrscheinlich Spaß. Insofern ist das die Grafik? Sagen wir okay.
Und schon bewegt er sich ordentlich auch und sieht dann alles so aus. Ein Hinweis, so sieht es alles aus. Insofern war das eigentlich auch schon vom Spiele genug. Brechen wir an dieser Stelle ab. Kurz ein SMS eingeflogen. Das war das Nokia N97 Mini. Wir machen noch einmal ein kleines Foto. Und auch eine Videoqualität testen wir. Dafür gehen wir einfach in Programme. Und starten einfach die Kamera. Machen am besten gleich ein Foto von dem älteren Bruder. Und gucken mal so, wie die Qualität ist. Wir haben noch eine Folie drauf, die nehmen wir definitiv erstmal ab. Dann fälschen wir das Ergebnis nicht. Dann geht's einmal los. Das war jetzt ein Foto ohne LED. Wir machen dasselbe nochmal einmal mit LED. Zurück und speichern. Automatic. Ein. Okay. Und einmal noch mit LED. Ihr seht, wie schnell der Autofokus reagiert. Also recht cool. Genau, jetzt haben wir noch eins mit LED gemacht. Wir machen auch mal ein kleines Video. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Machen wir jetzt noch ein kleines Video. Und klicken auf Option. Und Videomodus öffnen, sagt man dazu einfach ganz normal. Und entweder kann ich jetzt auf den roten Button hier drücken. Oder ich drücke einfach hier oben, wie sich das klassisch gehört. 1, 2, 3, Videotest, Best Boys. N97, N97 Mini Vergleich. Und wir schauen uns einmal die Bewegung an. Insofern sagen wir einfach hier mal Stopp. Das wird jetzt einfach ganz amateurhaft aufgenommen. Auf Echtzeit. Und das schließen wir auch hier eigentlich alles ab, insofern. Kurz noch zum Aufbau vom Homescreen. Ab Werk, wie gesagt, kommt das halt so rein. Ich kann jetzt einfach sagen, ich möchte da was ändern, indem ich einfach Option, Inhalt bearbeiten anklicke. Das sieht man dann hier. Und dann kann ich einfach sagen, was rausgenommen werden soll, was reingenommen werden soll. Also den hier festhalten und kann ihn dann halt einfach bewegen, positionstechnisch, oder entfernen und dann ist es weg. Und dann kann ich halt das Neues da hinzufügen, Inhalt hinzufügen. Und mir was aussuchen, wie zum Beispiel Facebook. Inhalt wird geladen. Hier verlangt er nochmal nach dem Internet. Sagen wir ja, Option, fertig. Und hier könnt ihr euch dann einfach einloggen, Facebook, aktuellen Status eingeben, alles direkt online sehen. Das ist sofern der Homescreen, welchen man auch auf die Schnelle abblenden kann, indem man links, rechts drückt. Das geht auch. Insofern war dann eigentlich ein ganz kurzer Bericht über das Nokia N97 Mini. Großartig kann ich dazu leider nicht sagen, weil jeder schon fast das N97 kennt. Man sollte ungefähr so einen Überblick haben über die Bauform, über eventuelle Neuheiten, aber man sieht, dass fast alles gleich ist. Die Tastaturbelegung beginnt vom Aufbau, das System an sich. Was einziges, was mich nur wirklich freut, ist, dass es wirklich dünner geworden ist, handlicher geworden ist. Das N97 an sich ist schon eine kleine Wucht. Und auch ist das eine Plage, wenn man das in der Tasche trägt. Das dagegen macht schon ein bisschen eleganteren Eindruck. Und an sich von der Technik überzeugt es mich ebenfalls, was Touchscreen betrifft. Aber auch die Tastatur, die hat sich auf jeden Fall verbessert im Vergleich zu Vormodell. Hat einen internen Speicher von 8 GB. Einfach mit 16 GB nochmal nachrüsten. Das geht. Farben gibt es schon in drei Variationen. Braun haben wir uns. Kupfer, das haben wir zugelegt. Hier gibt es nochmal weiß und schwarz. Und das N97 eben weiß und in schwarz. Seid mir nicht böse, dass ich das nicht vorgeführt habe. Dafür haben wir schon ein Video gemacht. Das war es, wie gesagt, nochmal vom N97 Mini. Ein kleines Smartphone in Form von N97. Nur in kleinere Baudimensionen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Einfach, wenn ihr Fragen habt, loslegen auf YouTube oder auf www.bestboys.de. Die Bilder sowie das Video, was ich gedreht habe, geschossen habe, findet ihr natürlich auch auf www.bestboys.de. Und wenn ihr Fragen habt, wie erwähnt, einfach loslegen. Wir freuen uns sehr. Und herzlichen Dank fürs Zuschauen.